Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Mein Gruß heute aus der schönen Kirche St. Bernhard. Ich glaube, zum ersten Mal, seit wir zusammen sind, kann ich die Aufzeichnung hier machen. Über mir das Evangelium, das ich hier in der Eucharistiefeier verkünden darf, und dahinter die Rotunde in der Apsis und die schönen Fenster. Kommen Sie sie ruhig mal besuchen. Sie ist oft offen und lohnt auf jeden Fall den Besuch. Heute ist am Tag nach der Bekehrung Pauli der Gedenktag seiner zwei wichtigsten Schüler, Timotheus und Titus. Der erste hat zwei und der zweite einen Brief im Corpus Paulinum, die an sie gerichtet sind. Timotheus war der Überlieferung nach der erste Bischof von Ephesus, heute Türkei, und Titus der ebenfalls Überlieferung nach der erste Bischof von Kreta. Paulus hat nicht immer Glück mit seinen Leuten gehabt und manchmal, oder sie vielleicht auch nicht mit ihm. Manchmal hat man sich getrennt, das gehört auch irgendwie dazu. Aber diese beiden sind ihm treu geblieben, auf sie hat er große Stücke gehalten. Die Briefe, die sogenannten Pastoralbriefe, sind sehr schön und sehr lesenswert. Wir sind aber noch in der Bahnlesung des Hebräerbriefes und heute mit einem spannenden Stück. Brüder, Schwestern, das Gesetz enthält nur einen Schatten der künftigen Güter, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Darum kann es durch die immer gleichen, alljährlich dargebrachten Opfer alle, die vor Gott treten, niemals für immer zur Vollendung führen. Hätte man nicht aufgehört zu opfern, wenn die Opfernden ein für alle Mal gereinigt und sich keiner Sünde mehr bewusst gewesen wären? Aber durch diese Opfer wird alljährlich nur an die Sünden erinnert, denn das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen. Darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt: Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir geschaffen. An Brand- und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da sage ich: Ja, ich komme, so steht es über mich in der Schriftrolle, um deinen Willen, Gott, zu tun. Zunächst sagt er: Schlacht- und Speiseopfer, Brand- und Sündopfer forderst du nicht, daran hast du keinen Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann aber hat er gesagt: Ja, ich komme, um deinen Willen zu tun. So hebt Christus das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal geheiligt. Ja. Und das ein für alle Mal im letzten Satz und vorher auch schon zweimal, das ist das Entscheidende hier, das ist das Unterscheidungsmerkmal des Opfers Christi, der mit dieser Gabe, die er bringt, das ist die Gabe seines Lebens und seines Leibes, nicht in einen endlosen Kreislauf der Wiederholungen eintreten muss, der rituellen Wiederholungen, sondern dieses unüberbietbare Opfer, das das Wort Gottes und der Sohn Gottes selber für die Menschen dargebracht haben in seiner Existenz und seiner Person, das genügt. Das ist genug für alles und alle und für alle Zeit. Und das ist der Triumph Christi, dessen wir uns freuen dürfen. Und wenn wir Messe feiern, sonntäglich, manche sogar täglich, wiederholen wir das Kreuzesopfer Christi nicht. Das können wir nicht und dürfen es gar nicht uns vermessen, das zu tun, sondern wir setzen das einmalige Ereignis immer neu gegenwärtig und werden seiner inne und verbinden uns mit Christus. Die Kritik an den Opfern des Alten Bundes, die wird nicht von Christen neu aufgebracht, sondern die greift prophetische Kritik auf, mit der wir es auch schon in unseren Monaten öfters zu tun gehabt haben. Und das, was hier zitiert wird, das ist jüdisches Beten, der 40. Psalm. Der Psalmbeter sagt: Gott, ich weiß, dass du keine Opfer sehen willst und brauchst, Brand- und Sündopfer, Heilsopfer und all das. Also kann man machen und ist auch so vorgeschrieben und spielt äußerlich auch eine Rolle, um Ordnungen aufrechtzuerhalten. Aber was du wirklich möchtest, das ist das lebendige Herz des Menschen. Und das kann man nicht blutig darbringen, das braucht niemand, sondern das ist der Mensch, der in seiner Freiheit bereit ist, sich dir zu öffnen und auf deinen Wegen zu gehen und auf dein Wort zu hören. Und das hat Christus ein für alle Mal für uns getan und wir können in seiner Nachfolge in diese Spur gehen. Gott segne und behüte sie alle.